Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei World of Warships. Nachdem ich euch die letzten Wochen schon so schön vollgetextet habe, mache ich jetzt weiter damit. Das Kohle-Video kommt jetzt, yay! Ja, ich dachte mir so, ich zeige euch jetzt nochmal alle Kohle-Schiffe, alle 10er Kohle-Schiffe wohlgemerkt. Sonst wären es ja viel zu viele. Vielleicht splitte ich das Video. Ich muss mal gucken jetzt beim Aufnehmen, wie weit ich komme. Also ohne, dass es elend lang wird, weil ich meine, es sind immer noch 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Zehner, die ich jetzt durchgehen will. Also, ja, das könnte schon knifflig werden. Vielleicht splitte ich es auch. Mal gucken, wie gesagt. Und am Ende werde ich trotzdem eine Zusammenfassung auch geben nochmal. Halt, wo ich jedes vorgestellte Schiff nochmal kurz einrenke, sage Kaufempfehlung, Nicht-Kaufempfehlung. Und also, und unten sind auch Timestamps. Also, wenn ihr zu bestimmten Schiffen springen wollt, könnt ihr das machen. Und oder auch nur zur Zusammenfassung. Bleibt euch auf jeden Fall überlassen. Und ja, bevor wir damit losgehen, erstmal nochmal zur Auktion. Sie ist wieder da. Und Flagge Smolensk gibt es hier. Bietet nicht auf die Flaggen. Mein Gott, fuckert. Smolensk B für 350.000 Kohle immer noch. Diese Werte, diese Mindestgebote. Es sind Mindestgebote. Sie werden nicht dabei bleiben. Kurz nochmal zu den Regeln bei einer Auktion. Ihr könnt zum Beispiel 70.000 Kohle bieten, wenn das Schiff für 65.000 Dublonen, ihr könnt 70.000 Dublonen bieten. Wenn das Schiff für 65.000 Dublonen weggeht, kriegt ihr 5.000 Dublonen wieder. Also das Ding ist halt, dadurch werden die Leute auch angeregt, mehr zu bieten, weil sie kriegen ja auch, wenn sie viel zu viel geboten haben, ja auch den Rest wieder zurück. Allerdings treibt das den Preis extrem in die Höhe. Diese Schiffe, also für 35.000 Dublonen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nur dafür weggeht. Das wird ordentlich mehr werden. Ich meine, wenn ihr mal kurz guckt, das sind ungefähr 120 Euro. Ein bisschen weniger. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie für durchaus so 140 Euro oder so weggehen wird. Sehr, sehr teuer. Smolensk B ist da schon eher was für 350.000 Kohle. Aber auch hier Leute, die viel zu viel Kohle haben und noch nicht das Schiff, werden darauf bieten und das Schiff dann halt auch kriegen. Ansonsten wartet wieder bis zum Black Friday, da ist sie auch bestimmt wieder zu kaufen für Dublonen, die wesentlich billiger und auch in den Containern ist sie mit drin, wenn man mal guckt, Smolensk B. Na, ich sehe sie jetzt gerade nicht. Ich sehe doch noch nicht in den Containern drinnen, das wäre jetzt ja lustig. Nee, tatsächlich nicht, okay, gut, nevermind, sie ist nicht in den Containern drin, in den Black Friday Containern. Gut, das nehme ich zurück. Aber trotzdem, Smolensk B und Smolensk unterscheiden sich nicht. Das Schiff war früher ein Kohle-Schiff, wurde auch rausgenommen, weil sie viel zu dämlich ist. Sie wurde stark genervt auch. Es ist ein leichter Kreuzer mit einer sehr starken Hauptbatterie, also mit einer spammenden Hauptbatterie, wenn man kurz guckt. Hier, 4,5 Sekunden hält das Ding nur nach. Es sind 4 Linkstürme. Also habt ihr 16 Geschütze, dann habt ihr auch noch Torpedos mit 8 Kilometern. Eine sehr starke Flugabwehr. Es ist ein leichter Kreuzer, das Ding hat 0 Armor. Ist Zitadellen wie sonst nicht. Zitadelle liegt sehr weit aus dem Wasser, hat aber Nebel auch. Sehr, sehr lustiges Schiff, sehr, sehr starkes Schiff durchaus, aber sie hat auch wirklich, wirklich Probleme und frisst halt sehr viel Schaden, vor allem im Nebel, wenn man stehen bleibt und denkt, haha, ich bin jetzt im Nebel, keiner kann mich treffen. Man hat aufs Mündungsfeuer zielt, dann trifft man sie sehr gut und dann frisst sie auch wirklich sehr viel Schaden. Sie hat halt kein Leben. Wenn ihr das Geld habt, bietet drauf. Es ist ein sehr seltenes Schiff. Es gibt sie nur noch auf Supercontainern oder halt bei solchen Sachen hier zu bekommen. Allerdings, ich weiß nicht, sie wurde sehr stark genervt. Wie gesagt, die Reichweite wurde stark verringert. Ist bestimmt immer noch ein lustiges Schiff, aber I don't know. Ich werde nicht drauf bieten, auch wenn ich sie nicht habe. Ich habe sie nicht. Ärgert mich auch. Und trotzdem, ich werde nicht drauf bieten. Ich finde, sie ist zu teuer. Es wird wieder viel zu teuer werden. Macht, was ihr denkt, aber ja, ich meine, cool, dass sie die B noch anbringen für so gesehen umsonst. Also, weil Kohle könnt ihr ja umsonst erspielen. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Naja. Gut. Legen wir los mit den Kohleschiffen, würde ich mal sagen. Und fangen wir da an mit der Kamerosk. Bis auf diese beiden Schiffe, die ich nicht habe, werde ich euch bei allen Schiffen auch Skillung und so weiter zeigen, natürlich. Und ja, legen wir schnell los. Und was gibt uns vor Gabriel? Vor große TP vor Ort, guter Schutz gegen Sprenggranaten. Ihr habt eine hohe Geschossgeschwindigkeit, einen schweren Charme pro Salve, geringe Feuerreichweite, das stimmt. Auch die Torpedos sind nicht zu gebrauchen, weil es Kurzstreckentorps sind. Ihr seid sehr schnell, aber sehr unwendig. Ihr geht verdammt früh auf, ich glaube 7, 8 oder so. Ihr könnt einen hier durch den Nebel tauschen. Ist interessant auf jeden Fall, eine interessante Option.
Das Schiff hat aber auch ein Problem. Es hat 50 mm seitlich. Leute, die das wissen, werden mit gegnerischen Zerstörern AP auf euch schießen und dadurch euch extrem viel Schaden verursachen. Ihr werdet abnormal viel Schaden dadurch fressen. Vor allem, wenn es größere Zerstörer sind, sowas wie Ragnar oder Elbing. Wenn die mit AP auf euch raufholzen, da seht ihr kein Land mehr. Vergesst es. Das Schiff war früher der normale 10er. Dany finde ich besser. Deswegen habe ich die Kabarovsk auch nicht, weil die kacke ist. Dany ist das bessere Schiff als normales Forschungsbaumschiff. Kabarovsk ist einfach nicht so gut. Auch ansonsten hat die Kabar lädt relativ lang nach, finde ich. Hat natürlich viele Geschütze, präzise Geschütze, machen guten Schaden, aber sie laden lange nach und haben halt auch nicht so eine dolle Range. Ihr müsst eure Schüsse gut treffen auf jeden Fall. Und das ist allerdings auch, wie gesagt, nicht so schwer. Es ist schon ein gutes Schiff im 1 gegen 1 mit anderen Zerstörern, aber wie gesagt, halt auch nicht mit jedem, zumal halt andere Gandidees halt einfach mal besser sind auch. 6 Kilometer Torps nur, also nur im Nahkampf sinnvoll, sie bringen euch gar nichts, sie sind sehr langsam, machen aber guten Schaden. Aber 6 Kilometer, es bringt euch einfach nichts. Eure Flugabwehr ist auch nicht zu der Erwähnung wert. 43 Knoten Topspeed ist natürlich ein Top-Wert, ihr habt auch noch Motorbusse, mit denen noch schneller werdet. Aber Wenderadus und eure Ruderstellzeit ist Katastrophe. Und ja, deswegen, das Schiff ist auch nicht so wendig im Fight gegen andere Zerstörer. Sie hat nur ihren Speed, ist auch relativ groß, kann gut getroffen werden, wie gesagt. Geht verdammt früh auf. Sie hat große, große Probleme. Wenn ihr confident seid, spielt sie ruhig mit Heal. Ansonsten würde ich den Nebel empfehlen, damit ihr irgendwie spammen könnt. Und skillt sie komplett auf Gun. Es ist ein Gun-DD, es ist kein Top-DD. Alles auf die Kanonen raufhämmern. Versucht euren Speed zu nutzen, um auch auf Entfernung schießen zu können, wenn ihr offen seid. Ja, aber ihr verliert halt auch leider das Duell gegen manche andere Gandidees. Sehr, sehr ärgerlich. Schiff ist meiner Meinung nach nicht gut. Kommen wir zum zweiten Schiff, was ich nicht besitze, U4501. Ich hätte sie sehr gerne. Allerdings 3000 Stahl lohnt überhaupt nicht für ein Kohleschiff. Ich würde euch sowieso niemals empfehlen, gebt niemals Stahl aus für ein Kohleschiff. Es lohnt nicht. Ja, das Schiff ist lustig. Das U-Boot ist lustig. Ihr habt einen Heal. Schon mal sehr besonders für ein U-Boot. Natürlich einen geringen TP-Vorrat, sonst wird er nur überleben. Sorry, mein Mikro ist zu sehen die ganze Zeit. Komm, hoch mit dir. Ja, manchmal löst sich hier, jetzt seid ihr live dabei, während ich repariere. Manchmal löst sich hier die Schraube so ein bisschen, was das hält, und dann rutscht es ein bisschen runter. Entschuldigt. Ihr habt einen breiten Sonarping, allerdings eine lange. Also beziehungsweise der Ping markiert einen großen, also Sektorbereich. Das ist, ihr werdet sehen, wenn ihr es spielt. Der Sonarping ist gut, aber ihr müsst ihn treffen, weil ihr habt eine lange Ladezeit. Ihr habt viele Torpedowerfer am Heck. Ganz genau. Am Heck habt ihr 6 Stück, am Bug habt ihr 4 Stück, trotzdem sehr viele Torps. Ihr habt nur gelenkte Torpedos und angeblich Kurzstreckentorps. Wir werden gleich sehen, was Wargaming als Kurzstreckentorps betitelt. Man möge ja meinen, die 6 Kilometer von der Khabarovsk wären Kurzstreckentorps, aber kommt noch mehr. Ihr habt eine schnellste Aufladetauchkapazität, ihr habt auch wie bei typisch bei den Deutschen eine Reservebatterie, allerdings eine geringe Tauchkapazität. Das bedeutet, ihr könnt nicht so lange unter Wasser bleiben. Das ist eine die Reservebatterie, allerdings dafür ladet sie auch schnell wieder auf. Ihr habt einen hohen Speed unter Wasser, aber einen geringen Speed über Wasser. Geringe Erkennbarkeit und ja, wie gesagt, hier nur sonst normale Standard-U-Boot-Verbrauchsmaterialien. Kommen wir kurz zum Boot. Sehr, sehr lustig immer noch, meiner Meinung nach, aus folgendem Grund. Das U-Boot hat, wie gesagt, nicht so viel Leben. Aufgrund des Heals könnte das allerdings ausgleichen auf jeden Fall und noch ein, zwei Wasserbomben mehr überleben, um noch Schaden zu machen. Zum Sonar habe ich alles gesagt. Ihr habt nach vorne hin, habt ihr 4 Torpedos. Die machen halt aufgrund dessen, dass es gelenkte Torpedos sind, nicht ganz so viel Schaden mit 9200. Und eure Kurzstreckentorpedos haben 10 Kilometer Reichweite. Jeder Standardzerstörer hat irgendwie 10 Kilometer Reichweite und da steht nicht Kurzstreckentorpedos. Es ist Bullshit, es sind keine Kurzstreckentorps, es sind normale Torpedos, Mittelstreckentorps. Das sind dann die 20 Kilometer Torps der Shima, Ultra-Langstrecken-Torps? Und die 12 Kilometer der Shima sind Langstrecken-Torps oder was? Das ist Bullshit. 10 Kilometer ist super, super Reichweite. Klar, für ein U-Boot vielleicht ein bisschen wenig, aber ihr seid sehr verstohlen. Machen halt, wie gesagt, nicht so viel Schaden, aber man hat einen hohen Topspeed. Und es sind halt, wie gesagt, gelenkte Torpedos. Nach vorne hin landen alle Torps gleichzeitig nach. Nach hinten hin laden sie auch alle gleichzeitig nach. Das ist natürlich sehr praktisch. In 60 Sekunden habt ihr mal alle Torps nachgeladen. Sehr, sehr geil. Und ja, wie gesagt, sie machen sehr guten Schaden auf jeden Fall. Die Torpedos sind auch verdammt wendig, möchte ich kurz anmerken. Sie sind sau wendig. Und die Wargaming hat hier endlich das erste U-Boot im Spiel reingebracht, aus folgendem Grund. Über Wasser 20 Knoten, verdammt langsam. Unter Wasser extrem schnell 36 Knoten. Das ist auch bei modernen U-Booten heutzutage der Fall. Das war auch bei den letzten deutschen U-Booten im Zweiten Weltkrieg der Fall, dass die unter Wasser schneller waren als über Wasser.
Außerdem waren sie, hatten sie einen Schnorchel, den sieht man hier auch. Dieses Boot wurde nie gebaut, aber also es wurde schon angefangen zu bauen, aber es wurde nie wirklich eingesetzt und fertig gebaut. Allerdings ähnliche Typen, durchaus schon. Und ja, 36 Knoten, Topspeed unter Wasser. Ihr schießt durchs Wasser und das ist das einzige U-Boot, wo ich euch wirklich empfehle. Taucht oft, weil ihr halt damit viel schneller seid. Mit anderen U-Booten hebt euch eure Tauchkapazität auf. Ich sehe andauernd U-Boote, die 20 Kilometer entfernt vom Gegner getaucht sind, wo ich mir so denke, wieso? Ihr verschwendet nur eure Tauchkapazität. Das bringt nichts, ihr seid langsamer. Einfach Schwachsinn. Hier müsst ihr getaucht zum Ziel vorrücken, weil mit 20 Knoten kommt ihr niemals an. Ihr habt nur 10 Kilometer Reichweite. Das ist natürlich kein Topwert für ein U-Boot. Und deswegen, ihr müsst schon unter Wasser zum Ziel kommen. Allerdings, eure Tauchkapazität lädt lädt doppelt so schnell auf, als dass ihr wie sie verbraucht. Deswegen sehr praktisch. Und ihr habt den besten Target im Spiel. 5,4 Kilometer geht ihr nur auf. Ihr habt den besten Target im Spiel. Und ich finde es auch lustig, auf Periskoptiefe geht ihr bei 1,9 Kilometern auf. Das ist unterhalb der, gesicherten Erfassung. Das ist sehr, sehr witzig. Das Boot ist wirklich stark, weil es unter Wasser halt sehr schnell ist. Hat vorne 4 Torps, hinten 4 Torps. Ich finde 4 Stück ist ein ordentlicher Wert auf jeden Fall. 6 nach hinten ist natürlich auch sehr stark. Ihr könnt damit coole Manöver fahren. Es ist ein bisschen tricky, das U-Boot zu lernen, weil ihr oft unter Wasser sein müsst, um wirklich schnell zu sein. Aber ihr seid dadurch natürlich trotzdem sehr gefährlich. 5,4 Kilometer. Ihr könnt auch oft aufgetaucht fahren, weil ihr geht. Es outspottet euch nichts. Selbst das normale deutsche U-Boot geht 200 Meter später auf. Auch eine Shima geht 200 Meter später auf. Ihr seid das verstohlenste Schiff im Spiel. Sehr, sehr geiles Boot, wenn ihr U-Boote könnt, aber es ist, würde ich sagen, mit das schwierigste im Spiel zusammen mit der Gato. Und zu den Stahlschiffen komme ich ja dann im nächsten Video auch. Trotzdem sehr, sehr starkes Boot, meiner Meinung nach. Ich werde es dann mehr sagen. Ich werde auch nochmal ein Video bringen, einzeln zu ihr, wenn ich sie mir kaufe und dann fahre. Ja, Malta, der erste Carrier dabei. Jetzt hatten wir schon Zerstörer und U-Boot. Machen wir weiter mit Carrier. Also, was haben wir denn hier? Kurzum, bei jedem Flugzeugtyp an diesen Carrier, sie haben 4 Leben, es sind viele Flugzeuge und sie sind langsam. Außerdem, die Schlachtflugzeuge tragen viele Raketen, es sind Sprengraketen, aber einen geringen Pen. Die Torpedobomber haben gute Torpedos, die guten Schaden machen und relativ präzise sogar sind, auch sehr geil. Die Bomber haben auch hier wieder sehr viele Bomben und greifen mit sehr vielen Flugzeugen an. Es sind AP-Bomben, der Pen ist nicht so gut und der Schaden ist nicht so gut, aber dazu kommen wir dann. Also, meine liebe Malta. Where are you? British. HMS Malta. Da ist er. Ja, typisch britisch. Gepanzertes Flugdeck. Dadurch seid ihr nicht so anfällig auf Entfernungen. Das ist schon mal sehr praktisch. Ansonsten 66.000 Lebenspunkte ist auch okay. 34% Torpedoschutz ist sehr gut. Eure Secondary ist sogar in Ordnung, aber ja, es geht nicht drauf. Flugabwehr ist leider nicht so dolle wie typisch bei den Briten. Ich mag, ihr seid anfällig gegenüber Flugzeugen. Ihr seid auch jetzt nicht so extrem schnell, aber jetzt auch nicht langsam. Es passt natürlich in katastrophalen Wände raus, ist ja klar. Ihr geht relativ früh auf, 15,2 Kilometer ist happiger Wert. Es passt auf jeden Fall. Könnt ihr den Flugzeugen, wie gesagt, 4 Leben. Die Schlachtflugzeuge sind sehr, sehr geil. Ihr habt 10 Raketen pro Flugzeug. Das bedeutet, ihr greift mit 40 Raketen an. Die haben nur 28 mm Pen. Das reicht für viele gepanzertere Schiffe nicht. Aber, das ist das große Aber. Diese Schlachtflugzeuge schießen extrem schnell ihre Raketen ab. Schlachtflugzeuge fliegen ja an, schießen dann mit dem Maschinengewehr, bam, 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 und dann kommen die Raketen. Dieses Einschießen, nenne ich es mal, passiert hier fast gar nicht. Ihr schießt fast sofort eure Raketen. Das ist wie mit den alten Schlachtflugzeugen. Diese Schlachtflugzeuge sind extrem stark gegen Zerstörer. Ihr könnt damit extrem gut Zerstörer handeln. Die Malta ist ein einziger Albtraum für gegenüber DDs. Ihr könnt da fast gar nicht ausweichen als Zerstörer, wenn der Gegner ist ein bisschen, wenn die Malta ein bisschen weiß, wie sie zu spielen hat. Wenn ihr damit auch ein bisschen übt, werdet ihr zum Zerstörer-Albtraum. Wirklich, das ist sehr, 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 sehr stark. Macht sehr viel Schaden, sind sehr geile Raketen. Einfach ein tolles Schiff an der Stelle, was die Schlachtflugzeuge angeht. Auch die Torpedobomber sind äußerst, äußerst stark, meiner Meinung nach. 6.000 fast als Torpedoschaden ist gut. Das sind 4 Torpedos. Haben jetzt nicht so eine hohe Reichweite, aber es sind Flugzeugtorpedos, fuck it. Ihr könnt sehr gut anfliegen, weil die Flugzeuge auch viel aushalten. Könnt ihr durchaus noch einen Anflug machen. Sie haben auch einen Heal. Und ja, sie sind natürlich ein bisschen langsam, wie gesagt, wie die gesamte Flugzeuge der Malta. Typisch britisch halt auch hier in diesem Spiel. Trotzdem, diese Flugzeuge machen sau viel, diese Torpedobomber machen sehr viel Schaden, weil sie ja doch irgendwie immer treffen. Auch die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit ist ordentlich. Und deswegen, es ist einfach ein sehr, sehr starker Torpedo. Und sehr, sehr starker Torpedobomber auch, meiner Meinung nach. Und ja, ich mag das Ding. Die Torpedobomber machen zuverlässig Schaden. Sie machen ihren Damage.
Und die Bomber sind auch nochmal ein Kaliber für sich. Es sind AP-Bomben, wie schon gesagt. Es sind 5 Bomber, die angreifen. A4-Bomben, A4300 Schaden. Ihr könnt sehr gut Schaden damit verursachen. Das ist halt ein Bombenteppich. Der Pen ist, wie gesagt, nicht so gut, aber vor allem gegen leichte Kreuzer und Kreuzer pennt ihr sehr, sehr oft. Zieht das, macht darüber sehr viel Schaden. 4300. Ihr könnt eine Mino ordentlich Damage reindrücken. Aufgrund eurer Lebenspunkte der Bomber könnt ihr eine Mino auch anfliegen, ohne alle Flugzeuge zu verlieren. Auch Schlachtschiffe könnt ihr damit gut pennen. Wenn ihr die Aufbauten trefft, werdet ihr auch sehr viel Schaden verursachen, weil es eben auch so viele Bomben sind. Das Geile ist, weil es so viele Bomben sind, könnt ihr sie auch gegen Zerstörer einsetzen. Klar, es macht nicht so viel Schaden, aber aufgrund der Masse kriegt der Zerstörer trotzdem gut Schaden. Kann auch kaum ausweichen, wenn ihr es gut macht. Diese AP-Bomber sind sehr, sehr praktisch und effektiv gegen alle Schiffstypen, würde ich sagen, sogar. Sie können alles gut treffen, allem gut Schaden machen. Auch die Torpedobomber, wenn ihr geübt seid, können gut gegen Zerstörer sein. Die Schlachtflugzeuge sowieso. Einfach ein geiler Träger. Es ist ein geiler Träger, sie macht sehr zuverlässig Schaden. Das einzige Problem ist nur, die Flugzeuge sind ein bisschen langsam. Aber dafür überleben sie halt auch einfach alles. Diese Lebenspunkte sind krank, die dieser Carrier hat. Und ja, ausrüsten würde ich sie so. Alles auf Flugzeuge natürlich, was sie so hat. Hier die Standarddinger rein für Flugzeuge. Hier die Geschwindigkeit der Flugzeugtorpedos, dann trotzdem, damit ihr sie besser treffen könnt. Hier Bomberleben, weil die Bomber sind die gefährdetsten Flugzeuge, weil sie übers Schiff rüberfliegen müssen. Deswegen habe ich da das Bomberleben erhöht. Hier natürlich auch das hier, Flugzeugüberwachung halt. Und hier den Speed. Ihr braucht die Geschwindigkeit. Leben habt ihr genug. Macht die Geschwindigkeit hoch. Und ja, ansonsten den Kapitän habe ich so geskillt. Vorbereitungszeit, Staffel Geschwindigkeit auch wieder, ansonsten hier Lebenspunkte. Ich werde auch das hier noch wahrscheinlich den rein machen, wenn die Torpedobomber noch mehr Schaden machen oder halt die beiden Sachen. Aber ich bin ehrlich, ich glaube, ich mache das hier rein. Dann am Ende, weil diese Top-Bomber sind wirklich geil. Jedes Flugzeug ist geil an Bord. So finde ich, habt ihr denn eine super, super Skillung auf jeden Fall mit dem Carrier. Tolles Schiff. Macht sehr viel Spaß, Malta. Ein super Carrier, wirklich. Also kein super Carrier, aber ein sehr, sehr schöner und starker Carrier. Machen wir weiter mit dem zweiten Carrier in der Runde. Der Immelmann. Also, eure Top-Bomber haben schnelles Zielen, das stimmt. Das sind viele Flugzeuge in der Staffel und auch in der Angriffsgruppe. Ihr habt viele Flugzeuge an Bord und eine kurze Vorbereitungszeit. Allerdings die Tops verursachen nicht so hohen Schaden. Eure Springbomber haben auch wieder eine hohe Flugzeuganzahl. Viele Flugzeuge, kurze Vorbereitungszeit, bla bla. Schnelles Zielen, Bomben mit hoher Panzerungsdurchschlagskraft auf jeden Fall und Sprengbomben. Ihr habt eine gute Secondary, aber nur zwei Staffeltypen. Gut. So viel erstmal zum Überblick der Immelmann. Also, was macht das Schiff sonst noch so aus? Panzerungstechnisch, ihr habt ähnlich wie beim Briten ein gepanzertes Flugdeck. Das ist schon mal praktisch, dass es sich über die gesamte Länge erzieht, aber dafür nicht so stark ist. Trotzdem, es reicht, um viel Schaden aus Entfernung abzuwehren. Das ist schon mal sehr praktisch. Wie gesagt, eure Secondary kann für den einen oder anderen Zerstörer sehr überraschend sein. Ich würde euch empfehlen, allerdings nicht auf Secondary zu scalen. Trotzdem, es ist eine wirksame Verteidigung gegen Zerstörer und sie müssen wirklich aufpassen, wenn sie zu nahe rankommen. Das kann böse enden. Eure Flugabwehr ist noch schlechter als bei der Malta. Sie fängt erst bei 5,2 Kilometern an zu schießen. Das ist viel zu spät. Vor allem gegen weitreichende Carrier habt ihr damit ein Riesenproblem. Ihr seid sehr anfällig gegenüber Flugzeugen. Die Manövrierbarkeit ist ähnlich wie bei der Malta, aber ihr geht auch erst relativ spät auf mit dem Schiff. Gut. Also, was macht die Kiste so aus? Von den Flugzeugen her. Nur zwei Angriffsgruppen, eine Fokker Wulf 190 und eine TAR und die Weiterentwicklung TAR 152. Lustige ist, die TAR 152 ist eigentlich ein Höhenjäger gewesen. Hier haben sie so zum Springbomber umfunktioniert. Die Fokker Wulf sollten auch mal von Carrier eingesetzt werden, von den deutschen Trägern. Bekanntlich kam es ja nie dazu, dass die Träger überhaupt fertig gebaut wurden. Auf Zeppelin wurde ja ausgeschlachtet und dann auch von den Briten zerbombt, weil sie ganz genau wussten, was ein Flugzeugträger so ausmachen kann. Trotzdem auch dieser Carrier hat der deutschen Niederlage jetzt auch nicht gegengewirkt. Und auch sonst, dieses Schiff hier ist viel, sehr viel Fantasie von Wargaming. Also der Graf Zeppelin, die sie im Spiel haben, die wurde ja wirklich angefangen zu bauen und war ja auch sehr weit fortgeschritten. Aber das Ding hier ist, ja, sehr viel, grob gesagt, Hirnschmalz von Wargaming, was sie sich da so dachten. Ja, es könnte ja so sein. Bin auch sehr gespannt, was sie da hingeschrieben haben. Dieser Entwurf stellt eine der möglichen Varianten des Schlachtschiffs der H-39-Klasse dar, in der es als Flugzeugträger fertiggestellt wurde. Dabei gehen wir davon aus, dass zum Zeitpunkt der Unterbrechung der Bauarbeiten am Schlachtschiff der Wurf bereits vollständig ausgeformt war und das Hauptantriebsanlage und elektrische Anlagen ebenfalls schon installiert waren.
Ah, okay, doch, das macht dann doch Sinn. Am Ende macht Sinn. Schön, nicht vor, Gavin. Ein solcher Flugzeugträger wäre das größte Schiff in ganz Europa gewesen. Ihr merkt es, Wargaming schreibt selber, ja, wir denken, das ist so und so. Das Schiff ist Fantasie. Auch die H-Klasse-Schlachtschiffe waren ja sehr viel Fantasie, alleine ja schon von Hitler, also, ja. Deswegen, egal. Hier, das Schiff, wie gesagt, hat sehr coole Flugzeuge an sich. Die Chopper machen, wie gesagt, wenig Schaden, sie machen aber zuverlässig Schaden, der Schaden kommt an. Auf jeden Fall, also die Torpedobomber kommen eigentlich meistens durch. Die ziehen halt sehr schnell, deswegen könnt ihr sehr schnell droppen, haben auch einen Heal. Aber der Schaden ist halt wirklich, wirklich bad. Fast 1200 weniger als bei der Maita. Ich finde, das ist auch schon bezeichnend. Ja, auch die Springbomben machen theoretisch viel Schaden. 11.000 klingt nach extrem viel. 44.000 können das dann sein mit einem Anflug. Sie machen nur nie so viel Schaden. Das ist das Problem. Sie haben eine hohe Brandwahrscheinlichkeit. Auch die Torpedobomber haben eine hohe Wassereinbruchswahrscheinlichkeit. Trotzdem, die machen gut Schaden, aber eben auch nicht so viel. Springbomben werden seitlich abgeworfen in so Linien auch. Das sind die Anzahl der Sprünge. Jedes Mal, wenn ein Schiff auch in der Linie ist, könnt ihr es treffen. Also ihr könnt sie auch direkt droppen. Das Ding ist nur, ich mag diese... Also, das Ding ist ein Farm Carrier. Sie macht zuverlässig ihren Schaden. Sie kann keine Zerstörer rausbomben so wirklich, weil sie ist einfach kacke gegen Zerstörer. Sie kann auch jetzt nicht mit Explosive Damage, wie zum Beispiel eine Curio mit ihren AP-Bombern oder auch eine Maita mit ihren AP-Bombern, ein Schiff auf einmal rausnehmen und sehr viel Schaden verursachen. Sie macht Slow and Steady, macht sie ihren Damage. Aber da gibt es andere Carrier, die sind besser. Audacious ist besser, was das angeht. Midway ist besser, was das angeht. Sie macht einfach nicht genug Schaden. Sie macht die ganze Zeit Schaden, aber sie macht nicht genug Schaden. Das ist das Ärgerliche. Ja, deswegen. Ich finde sie nicht so doll. Ausgerüstet habe ich sie so. Hier auf Torpedobomber und hier auf Springbomber auf jeden Fall, dass die mehr Leben haben. Bei den Torpedobombern hier dachte ich mir, deswegen kommen hier die Springbomber. Und ja, dass die mehr Leben kriegen. Hier Vorbereitungszeit. Ansonsten hier Lebenspunkte auch, weil die Deutschen haben viel zu wenig Lebenspunkte mit den Flugzeugen. Nicht wundern, es ist derselbe Kapitän, den ich auf der Richthofen habe. Ich bin zu faul, hier einen anderen Kapitän aufzumachen. Ich würde den Skill hier wegmachen auf jeden Fall für die Immelmann. Und dafür stattdessen dann hier die Reisegeschwindigkeit der Bomber. Nee, den Top-Negierungsschutz verringern, damit die Torpedobomber wenigstens ein bisschen mehr Schaden machen. Also tauscht den Skill gegen den Skill und dann habt ihr die Skillung des Schiffs. Ja, das war die Immelmann. Ich finde Maita besser, wenn ihr den Carrier unbedingt spielen wollt. Sowieso, die deutschen Carrier sind ja eh jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Also von daher. Kommen wir zum nächsten deutschen Schiff, was auch nicht so das Gelbe vom Ei ist. Ich weiß, ihr hört es nicht gerne. Gucken wir uns das mal an. Guter Schutz gegen Sprenggranaten, gut geschützte Zitadelle, großer TP-Vorrat, geringer Torpedoschutz. Der Kuhfürst, by the way. Um den geht's. AP-Granaten verursachen hohen Schaden. Auch die gut geschützte Zitadelle und der gute Schutz gegen Sprenggranaten. Sprenggranaten haben eine hohe Panzerungsschutzkraft. Ja, eingeschränkt der Richtwinkel der Hauptbatteriegeschütze, das stimmt. Secondary ist super, perfekt. Super Secondary ist sehr stark, fertig aus. Geringe Manövrierbarkeit, ihr habt eine bessere Hydro, hohe Erkennbarkeit und auch so an Modulen. Was das bedeutet, gucken wir uns auch noch an. Und ja, also, Kuhfürst. Ich weiß, ihr hört das nicht gerne, aber das Schiff ist scheiße. Das Schiff ist scheiße. Genauso wie mit der Kabaros gibt es hier ein besseres Schiff im Forschungsbaum, das ist die Preußen. Allerdings ist die Schlieffen noch besser als die Preußen, meiner Meinung nach. Deutsche Schlachtschiffe, vor allem Preußen und Kurfürst, sind nicht gut. Sie sind nicht gut. Sie können Spaß machen. Ich fahre die Schiffe ja selber auch. Sie können Spaß machen und sowieso, wenn ich hier immer sage, Schiffe sind nicht gut oder Schiffe sind gut, es kommt immer noch auf den Spieler an. Der beste Spieler der Welt kann durchaus auch Kurfürst als sein bestes Schiff ansehen. Ich tue es nicht so, andere sehen es so. Der allgemeine Tenor ist trotzdem, das Schiff ist nicht gut. Warum, erkläre ich jetzt. Also, die gute geschützte Zitadelle ist Bullshit. Sie ist gut geschützt von der Seite. Ja, man kommt hier kaum durch und kann den Ding Zitas schießen. Das stimmt, wenn man sehr nah dran ist. Selbes Problem wie im letzten Video mit der Castilla. Von oben hat die keine Armor, die Zitadelle. Ein Kuhfürst frisst mehr Zitas auf Entfernungen als im Nahkampf. An sich stimmt das ja auch seinem Einsatzzweck im Spiel, spielt ihm das ein bisschen zu gut, das ist ja ein Nahkampfschiff eigentlich.
Trotzdem, das Schiff frisst einfach extrem viel Schaden, auch über diese gigantischen Aufbauten. Das ist kein guter HE-Schutz, wenn man so riesige Aufbauten hat. Wargaming spielt damit auf dem Bug und den Heck an, das 32 bis 50 mm hat, wo HE kaum durchkommt, weil von kleineren Schiffen. Aber ihr habt gigantische Aufbauten. Hierüber werdet ihr abgefackelt, hierüber werdet ihr gefarmt, auch von AP werdet ihr hierüber gefarmt. Das Schiff wird die ganze Zeit gepennt. Das Problem ist, es wird nicht overpennt. Das bedeutet, dass ein Schlachtschiff AP nicht nur irgendwas mit 1000 Schaden macht, sondern ein Schlachtschiff AP macht, auch wenn sie euch vielleicht keinen Zita macht, aber macht im Schnitt 5000 Schaden so. Wenn ihr jede Salve 12.000 Schaden oder sowas kriegt, oder seien es nur 10.000 Schaden, dann ist das nicht förderlich. Das Schiff frisst zu viel Schaden. Sie hat eine grottige Panzerung. Sie hat eine gute Panzerung, aber gleichzeitig eine grottige Panzerung. Die Panzerung ist für ihren Nahkampf ausgelegt, aber das Schiff geht halt auch einfach schon mal bei 60 Kilometern auf. Klar könnte sie es gehen, dass sie später aufgeht, aber auch dann seid ihr locker noch bei 14 Kilometern. Wenn ich den Skill hier reinmache, locker. Es ist sogar das Tarnmodul schon drinne im Schiff. Das Schiff geht zu früh auf, ihr werdet gefarmt. Ich nenne das Ding nicht ohne Grund immer Farm First. Ihr werdet gefarmt, von vorne bis hinten. Das ist das Problem, die Panzerung schützt euch nicht zuverlässig. Euer schlechter Torpedoschutz und eure grottige Manövrierbarkeit von über einem Kilometer an Wenderadius und die Ruderstellzeit ganz zu schweigen, erledigt ihren Rest. Ihr frisst extrem viel Schaden über Torpedos, auch wenn ihr sehr viel Leben habt. Natürlich habt ihr auch einen Heal und die Hydro, dazu komme ich dann jetzt auch noch gleich. Ihr fresst einfach die ganze Zeit Damage. Sobald ihr offen seid, geil, Kuhfürst, und kommt mir jetzt nicht damit, deutsche Schiffe werden ja sowieso immer gefokust und so weiter. Ja, sie werden immer gefokust, weil sie halt auch einfach sehr viel Schaden fressen können. Ich schieße 10-mal lieber auf einen Kuhfürst als auf eine Kremlin. Oder auf alles andere irgendwie. Der Kuhfürst ist riesig, er wird andauernd getroffen, er hat keine Panzerung. Das Schiff ist scheiße. Das Schiff frisst zu viel Schaden als gepanzertes Schlachtschiff. Wenn eine Schliefen viel Schaden frisst, ist das akzeptabel, weil das ist ein Schlachtkreuzer. Das Ding ist nicht dafür da, um viel zu tanken. Ein Kuhfürst sollte viel tanken, tut er aber nicht. Das ist halt das Problem an der Sache. Klar, wenn ihr spitz im Nahkampf zu einem Gegner steht, dann kann er durchaus verzweifeln, aber auch da fresst ihr sehr viel AP-Schaden, wenn man es gut macht. Kommen wir jetzt aber auch zur Bewaffnung. Ich habe die 406mm Türme drin. Ja, das Ding hat 420mm Türme, aber die laden 3 Sekunden länger nach für, oh wow, 800 Schaden mehr. Ihr verliert DPM und die 420 pennt vielleicht eins von 20 Schiffen ein bisschen besser als die 406er. Das ist einmal ein Vorteil in einer Runde, den ihr habt mit den 420mm Türmen. Nutzt die 406er. Das 24mm ist sowieso zu klein als Kaliber. Nutzt 406, damit habt ihr eine höhere DPM. Ihr könnt viel öfter schießen und guten Schaden verursachen. Nutzt, glaubt mir, wirklich, auch wenn es sich komisch anhört. Höheres Kaliber ist nicht gleich besser. Das Schiff lädt dann zu lange nach. Ihr könnt ja auch besser mit HE arbeiten. Sowieso schießt er geführt. Jeder Kuf ist sowieso immer HE. Die AP ist gut, auf jeden Fall. Sie macht gut Schaden, auch die HE ist gut. Es ist halt nur dieses typisch deutsche Problem, diese deutschen Richtschützen, diese sagenumwobenen. Wargaming dachte sich so, deutsche Schiffe waren im Zweiten Weltkrieg sehr präzise. Die Gneisenauer zum Beispiel oder die Scharnhorst hat den weitesten Artillerietreffer auf ein bewegendes Ziel geschafft im Seekrieg. Und Wargaming so, wie wär's, wenn wir einfach einen auf Mindfuck machen und machen die deutschen Schiffe extrem unpräzise. Sie ist extrem unpräzise. Sie trifft nichts. Sie trifft gar nichts auf Entfernungen. Die Secondary ist sehr stark, darum habe ich schon selbst darauf bin ich schon eingegangen. Selbst das kleinere Kaliber hat 32mm Pen. Normalerweise, wenn ihr sie auf Meter spielen wollt, spielt ihr sie auf Secondary. Wenn ihr sie auf Meter spielen wollt, spielt ihr sie auf Kanonen. Das Schiff macht aber auf Secondary einfach Spaß. Wenn ihr dann mal in die Situation kommt und im Nahkampf seid und die Secondary wirkt bei 12,5 km, dann macht das Ding auch durchaus guten Schaden und viel Spaß, weil ihr die ganze Zeit bam, 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 bam die Secondary schießen sieht. Aber auch hier, die Schliefen ist besser. Die Schliefen hat eine bessere Secondary als das da. Trotzdem ist sie gut auf jeden Fall. Die Reichweite der Hauptbatterie ist auch ordentlich, aber ich glaube, ich habe es auch ausgebaut. Weiß ich auch nicht, ob ich zufrieden bin. Die Flugabwehr ist kacke. Das Ding ein weiteres Problem. Sie ist ein Traumziel für Flugzeugträger. Guckt es euch mal an. Wenn ich von oben rauf gucke, sehe ich nicht mal ansatzweise das ganze Schiff. Sie hat ein riesiges Vordeck, einen riesigen Arsch hat sie. Das Ding wird
von vorne bis hinten auch gepennt, vor allem von AP-Bombern. Hakyrio und Richthofen freuen sich jedes Mal in Astra, wenn sie das Ding sehen. Diese riesigen Aufbauten hier sind ein Traum für HE-Bewaffnung. Das Schiff kann Torpedobombern kaum ausweichen, sind von vorne bis hinten, sie hat Probleme. Gegen U-Boote hat sie Riesenprobleme. Zu Manövrierbarkeit und zur Erkennbarkeit habe ich schon was gesagt. Sie hat eine sehr starke Hydro, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. 6 Kilometer Ortung von Schiffen und 4 Kilometer Ortung von Torpedos, das hilft nochmal. Natürlich hat sie eine Hydro nicht immer, sie hat ein Auffüllungsflugzeug. Bin auch ehrlich, ich bin auch die ganze Zeit am Überlegen, ob ich das hier auch reinmache, die Ladezeit nochmal verringere. Ist wahrscheinlich auch klüger, aber ich bin zu voll, die 3 Millionen auszugeben. Nehmt die Ladezeit rein, bin ich ehrlich. Der hier ist ordentlich auf jeden Fall, er heilt sehr viel. Hier seht ihr es hier aber schon, ihr könnt auch ein anderes Modul reinbauen, was die Ladezeit der Hauptbatterie und die Ladezeit der Secondary nochmal verringert. Allerdings dafür auch die Feuerreichweite. Aber ihr habt ein Aufklärungsflugzeug, damit könnt ihr es ausgleichen. Das ist ein cooles Modul, wirklich. Das ist ein sehr cooles Modul. Würde ich sogar auch empfehlen, das reinzumachen. Problem ist halt nur auch, das Schiff ist halt nicht gut. Ich würde dafür niemals die Forschungspunkte ausgeben. Ansonsten seht ihr hier, wie ich sie ausgerüstet habe. Auch kapitänstechnisch. Halt auf Secondary geskillt. Den Skill mochte ich einfach nicht. Ich habe lieber das hier und das hier rein, damit das Schiff ein bisschen mehr aushält. Ansonsten würde ich sagen, es geht sie so. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und ja. Trotzdem, das Schiff ist und bleibt wirklich, wirklich einfach nicht gut. Ja, Leute. Und damit war es das auch schon. Die Zusammenfassung gibt es jetzt noch, klar. Aber ansonsten würde ich es jetzt belassen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das Video lang genug wird. Klar, die Auktion hatte ich auch am Anfang drin. Aber trotzdem, das reicht auf jeden Fall. Und es waren die ersten 5 Schiffe. Ich werde dann, glaube ich, einfach 5 Schiffe pro Video machen. Also nächstes Mal kommen dann Brisbane, Napoli, Yoshino, Moskau und Salem, dann Hayate, Tromp, Alvaro, Debazin, Marceau und Sherman. Ja, mal sehen, vielleicht swap ich auch noch ein paar Kreuzer. Es sind halt sehr viele Kreuzer und Zerstörer. Ich glaube, ich lasse es so. Ja, kurz noch, wie gesagt, die Zusammenfassung. Also, bezüglich zu Khabarovsk kann ich nicht empfehlen. Zu wenig Range, zu wenig Schaden. Also, Schaden ist ja schon da, aber sie lädt zu lange nach. Auch sonst, sie ist nicht gut, geht viel zu früh auf. Und auf die Manövrierbarkeit einfach nicht so dolle. Ich würde es lassen. U4591, ich habe es noch nicht gespielt. Trotzdem, starkes U-Boot aus meiner Sicht. Ich bin schon in einem Divi mit dem Ding gefahren. Also mit Leuten, die das Ding hatten. Gutes Schiff, gutes U-Boot. Kann ich empfehlen, meiner Meinung nach. Und ja, wer U-Boote mag, wer deutsche U-Boote mag, holt es euch. Bester Tarn mit dem Spiel, sage ich nur. Malta, auf jeden Fall zu empfehlen. Sehr guter Carrier. Die Flugzeuge machen viel Schaden, also können viel Schaden machen, müssen natürlich auch nicht. Trotzdem, sie ist mal endlich wieder ein klassischer Carrier, was die Schlachtflugzeuge angeht. Finde ich sehr gut. Die AP-Bomben sind erfrischend, so ein Flächenbombardement. Die Torpedobomber sind stark. Gutes Schiff, wirklich ist ihre Kohle wert. Immelmann sieht schon ein bisschen anders aus. Ist zwar ein okayer Farmträger. Wie gesagt, das Ding farmt ganz gut, also, aber naja, es gibt halt Carrier, die machen das einfach besser, wie schon erwähnt. Sie macht zu wenig Schaden, einfach Stück für Stück, und ja, auch die, nur aufgrund dessen, dass sie nur 2 Staffeltypen hat, verliert sie sehr schnell sehr viele Flugzeuge irgendwann, und dann habt ihr nichts mehr, weil ihr nicht so oft swappen könnt. Ihr könnt die ganze Zeit nur die beiden Staffeltypen benutzen, das bedeutet, das kann sich auch nur einer regenerieren, im Gegensatz dazu, wenn ihr wie bei der Malta zum Beispiel 3 Staffeltypen habt, wo sich dann halt 2 regenerieren können, während die andere in der Luft ist. Kurfürst, absolutes Nein. Also noch mehr, fast noch mehr als bei der Khabarovsk. Und das Ding hält nichts aus. Secondary, ja, ist ja schon gut. Das Spiel ist aber einfach nicht Secondary-lastig gerade. Das ist das Problem. Hauptgeschütze sind zwar ganz nice, aber trollen halt auch sehr. Man kennt es von deutschen Schlachtschiffen. Sie treffen einfach gar nichts. Die Hydro ist ein netter Bonus auf jeden Fall. Aber auch sonst sehr stark anfällig gegenüber Torpedos und U-Booten. Sehr stark anfällig gegenüber Flugzeugen halt auch leider. Kein gutes Schiff, ist zu Recht aus dem Forschungsbau rausgeflogen, weil er kacke war auch. Und ja, das war's an der Stelle. Wie gesagt, nächstes Mal gibt es die 5 Kreuzer noch, danach noch die 5 Zerstörer. Ich glaube, das wird ganz lustig. Und ich hoffe mal, dass wir uns wiedersehen, dass ihr Spaß hattet mit dem Video. Und ja, schaut mal das Video, da ist alles verlinkt. Wir sehen uns, macht's gut, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.